habe schon ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich sagen. In diesem Video werde ich gefährliche Stunts machen und kämpfen lernen. Denn ich will hautnah für euch rausfinden, wie man einen spannenden Actionfilm macht. Wir sind heute sozusagen auf der Suche nach der ultimativen Actionformel. Und dafür werde ich einen kurzen Film drehen. Das Ergebnis meines Actionfilms seht ihr am Ende des Videos. Stuntfrau Leonie wird mich für die Action-Stunts coachen. Wir starten mit dem Stockkampftraining. Und wird dieser Kampf jetzt gleich spontan sein, dass wir uns im Kampf überlegen, wo wir hinhauen? Niemals, niemals. Stunt ist immer ein ganz klar choreografierter Kampf oder ein Gefecht. Das ist ganz wichtig, weil sonst weißt du ja gar nicht, wo ich komme. Und dann ist das Verletzungsrisiko viel zu groß. Dann wäre das ja ein echter Stockkampf eigentlich. Genau, und das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur, dass das möglichst echt und riskant aussieht. Das heißt, ich komme von oben als erstes. Du blockst über deinem Kopf. Genau. Dann fangen wir an. Dann komme ich auf deine linke Seite. Und du blockst es auch ab. Genau. Oben, links. Genau, dann auf die andere. Und ich muss mir das jetzt alles merken. Ne? Du musst dir das alles oben, merken. Oben, links, rechts. Ist genau, das nächste? Wir machen das auch so lange, bis du dir absolut sicher bist. Und dann werden wir schneller. Jede Bewegung wird also genau geplant und eingeübt. Ach, scheiße, noch mal oben. Okay, lass noch mal anfangen. Fending. Und mein letzter Schlag ist der. Genau, genau. Und jetzt? Genau, dann trittst du mir gegen das Bein. Genau. Ich komme quasi ins Straucheln dadurch, halte das Schwert nur noch in einer Hand und du schlägst es mir aus der Hand. Einfach drauf? Einfach drauf. Okay, okay. Es ist echt schon eine Menge. Da muss man alles zusammensetzen. Leonie schlüpft nun in das Kostüm meines fiesen Gegenspielers und wir gehen zum ersten Drehort. Ein Tankstellendach. Jetzt ist es soweit. Wir drehen die ersten Szenen für unseren Actionfilm. Zuerst den Anfang der Kampfszene. Dafür haben wir einen einfachen Trick geplant. Ich lasse das Schwert fallen, ziehe die Maske ab. Wenn wir dann die Bilder rückwärts laufen lassen, zack, fliegt mir das Schwert in die Hand. Und so sieht das später im Film aus. Dann kommt die eigentliche Kampfszene mit den Lichtschwertern. Habe ich die Reihenfolge der Bewegungen noch richtig im Kopf? Jetzt muss alles sitzen, damit die Action auch wirklich echt wirkt. Los! Film ab. So sieht die Actionszene später aus. Super. Gut gemacht. War gut, ja? Und man kann auch mit ganz einfachen Mitteln im Film Spannung erzeugen. Zum Beispiel durch Licht. Jetzt eine ganz einfache Taschenlampe, natürlich spannende Musik und ein dramatisches Gesicht. Und zack, fertig ist die nächste Szene für unseren Film. Und so sieht sie aus. Diese Szene wird nur durch das grüne Licht und die Musik spannend. Zum Vergleich, so wirkt es ohne Licht- und Musikeffekte. Ein bisschen langweilig. Neben Lichteffekten ist für die Spannung eines Actionfilms außerdem wichtig, wie Szenen gedreht werden, also in welchen Kameraeinstellungen. Wenn ich zum Beispiel so zwischen den Felsen herunterlaufe, ja. Ja, so richtig spannend war das jetzt irgendwie nicht, oder? Aber das können wir ändern. Erst das Gesicht groß, das erzeugt Nähe zum Schauspieler. Dann die Füße. Je dichter die Kamera dran ist, desto mehr entsteht der Eindruck für den Zuschauer, er sei selbst Teil der Szene. Versteckt sich die Kamera ein bisschen, zum Beispiel hinter einem Felsen, mit einer Hand im Vordergrund, wirkt es so, als würde der Schauspieler beobachtet. Auch ein vorbeihuschender Schatten erhöht die Spannung. Verschiedene Kameraeinstellungen sind das Geheimnis guter Filmaction. Und so sieht die fertige Szene dann aus, wenn wir sie zusammengesetzt haben. Eine schnelle Musik macht das Ganze noch interessanter. Zur nächsten Szene. In der wollen wir euch eine einfache Filmtricktechnik zeigen, die häufig in Actionfilmen angewendet wird. Okay, das wird super. Also, jetzt wird gleich ein Spielzeugpferd erscheinen und mich retten. Das klingt jetzt vielleicht nicht so spannend, sondern eher absurd, aber genau das finde ich richtig cool. Dafür wird erstmal eine Fotokamera auf den Boden gelegt. Unser Trickspezialist Richard macht jetzt ein Foto von dieser Szene.
Dann bewegt Kerstin ein Bein des Pferdes nach vorne. Wieder ein Foto. Diese Technik nennt man Stop-Motion-Trick. Wenn wir die Fotos hintereinander schneiden, sieht es so aus, als würde sich das Pferd bewegen. Ein ganz alter Filmtrick. Und auf dem Spielzeugpferd reiten geht selbstverständlich auch. Naja, mit diesem super einfachen Trick entsteht zumindest die Illusion davon. Okay, cut! Wir haben's. Jetzt zu den etwas komplizierteren Tricks. Gerade mal ins Drehbuch gucken. Ah ja, genau. Damit die Spannung für den Zuschauer nicht nachlässt, muss man ab und zu auch was wirklich Überraschendes liefern. In unserem Film gibt es zum Beispiel eine Szene, in der ich durch eine Säule springen soll. Also eine echte Säule aus Stein. Ich nehme Anlauf und... Klar, das geht natürlich nicht. Aber es gibt einen Trick. Ich halte die Jacke vor die Wand. Und zwar genau an die Stelle, wo ich hochgesprungen bin. Und dann filmen wir, wie die Jacke zu Boden fällt. Jetzt schneiden wir die beiden Bilder übereinander. Das funktioniert so. Wenn ich an die Säule springe, wird das Bild angehalten. Dann nimmt man das Bild mit der fallenden Jacke, schneidet die Jacke aus und legt sie über mich. In dem Moment, in dem ich die Säule anspringe, zeigen wir nur noch das Bild der fallenden Jacke. Und so sieht die Szene dann in unserem Film aus. Mit Computertechnik lassen sich viele spannende Action-Szenen herstellen, die in echt gar nicht möglich wären. Aus dieser Szene zum Beispiel setzen wir am Computer eine ganz neue Szene für unseren Film zusammen. Das Grün wird ersetzt und ich in das Cockpit eines Helikopters geschoben. Das ist der sogenannte Greenbox-Trick. Noch ein paar Fotos von Bäumen, so entsteht ein Wald. Den lassen wir im Hintergrund durchlaufen. Und schon sieht es so aus, als ob ich mit dem Helikopter über den Wald fliege. Apropos Fliegen. In unserem Film gibt es einige Szenen, in denen ich in die Luft gehe. Auch das geht nur, weil wir diese Szenen vor grünem Stoff drehen und das Grün später im Computer mit einem anderen Bild ersetzen. In einigen Szenen spiele ich den Bösewicht im schwarzen Kostüm übrigens selbst. Wartet ab, ihr werdet es gleich sehen. Jawohl, sehr schön. So, und jetzt ist es Zeit für den Höhepunkt unseres Films. Jeder Actionfilm braucht ja einen dramatischen Höhepunkt und der ist meistens am Ende. Bei uns ist das der Feuerstunt. Und den Feuerstunt muss ich vorher natürlich erstmal üben. Im Drehbuch steht, dass ich zum Ende des Films brennen werde. Dieser feuerfeste Spezialanzug soll dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Auch meinem Gesicht nicht. Sie sieht ja auch gut in die Stirn, damit deine Augenbrauen geschützt sind. Also gucken tatsächlich nur noch die Augen raus. Genau. Mit dem Spezialanzug kann ich 90 Sekunden in 1000 Grad heißem Feuer aushalten. Diesen Schutz werde ich brauchen. Der Feuerstunt ist die gefährlichste Szene für mich im gesamten Film. Dafür muss Leonie ein Tuch mit Benzin tränken. Also das liegt auf deinem Rücken. Du hältst diese beiden Schlaufen mit einer Hand. Kannst du aussuchen, ob rechte oder linke. Okay. Und die andere Hand macht sich gut neben dem Gesicht. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, die Flammen schlagen um oder sonst was, kannst du immer die Augen zumachen. Zur Sicherheit wartet Stunt-Spezialist Martin mit einem Feuerlöscher auf mich, falls bei unserer Übung etwas schief gehen sollte. Dann gebe ich dir zwei Signale. Einmal brennt und ich trete dir so ein bisschen gegen die Wade. Okay. Ich glaube, da muss man auch dazu sagen, auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Mit Feuer schon mal gar nicht. Fall. Auch nicht von irgendwelchen Garagen hüpfen oder irgendwas. Alles, was wir heute hier machen, geht nur mit den Profis. Jetzt das mit Benzin getränkte Tuch. Und dann... Brennt! Ah! Weiter. Hey, ich hab's erste Mal gebrannt. Okay, das war aber nur die Übung. Jetzt wird es wieder ernst. Im Drehbuch steht, dass gleich die Tankstelle in die Luft fliegen wird. Ich bin drinnen und soll mich durch die Tür retten. Der Feuerstunt muss jetzt echt sitzen. Ich habe schon ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist eben das große Finale unseres Films. Und der startet jetzt. Nimm's mit. Thank you.
Caramello? Caramello! Ich habe deinen Hund entführt. Gib mir das Geheimrezept. Was ist denn hier los? Geheimrezept? Entführt? Geheimrezept. Dann bekommst du den Hund. Geheimrezept? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Doch nur ein Traum. Oh, na, Gott sei Dank. Doch kein Traum? Das war doch vorher da nicht drin. Ein Geheimrezept? Für? Was hat es wohl mit diesem Rezept auf sich? Das verraten wir euch in diesem Video in der ZDF-Mediathek. Klickt mal rein. Ihr habt's gesehen, eine Kombination von vielen Elementen macht einen Film spannend. Stunts, Kameraeinstellungen, Licht, Musik, gut geplante Filmtricks und Spezialeffekte. Die ultimative Actionformel, die sieht für jeden Film anders aus. Könnt ihr euch dann noch an einen Trick aus einem Film erinnern, der euch so richtig geflasht hat? Welcher war das?